Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Körbel-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt, Körbel Space Program. Das letzte Mal haben wir es schon mal versucht, zum Satelliten zu kommen. Da ist es uns nicht so gut gelungen. Wir haben jetzt in der letzten Folge noch die Missionsvorbereitung hier gemacht, dass wir den hier mitnehmen. Als Teilerfolg will der ja auch die Körben umkreisen und aber ich glaube, das haben das nicht alle irgendwie umkreist. Körben, suborbitale Raumflug auf Körben, am Mond vorbei, suborbitale Raumflugkörben, am Mond vorbei. Nee, das, also die anderen beiden haben das zusammen. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken, Fliege an Mond vorbei ist ja nicht umkreise Mond. Ja, das ist ja einfach nur vorbeifliegen. Vielleicht kriegen wir das irgendwie auch noch hin. Mal, ich bin mal gespannt, was wir hinkriegen mit dem Schiffchen, was ich da jetzt gebaut habe. Wir gehen mal raus aufs Startpad. Und dann gucken wir einfach mal. Das ist Körbel. Körbel ist einfach mal gucken. Ich meine, wir brauchen einen Haufen Treibstoff. Das ist mir schon bewusst. Ich bin aber nicht ganz wirklich so effektiv gestartet, wie ich das gerne getan hätte. Das war schon mal das Erste. Und das Zweite, was ich nicht gemacht habe, ich habe nicht erst einen Orbit aufgezogen, sondern ich war der Meinung, ich müsse erstmal die Flugbahn anpassen. Und ich glaube, das war falsch rum. So, wir versuchen das Ganze noch einmal. Die Rakete kam ja ganz gut hoch. Also vorbereiten auf den nächsten Start. 3, 2, 1, go! So, sie zieht wieder rüber. Wir kippen sie wieder in unsere Richtung. Deshalb mache ich so einen frühen Turn auf eine gewisse Position hier. Um sie nicht ganz kippen zu lassen, sondern nur um die Richtung des Kippens zu bestimmen. So, wenn wir über 100 Meilen sind oder über 100 Meter die Sekunde, dann gehen wir mal hier rein und dann kann er jetzt langsam in die richtige Richtung kippen. So, die Booster sind auch gleich leer. Ich hoffe, dass die dann da unten nichts zerballern, wenn wir die gleich wegschmeißen. Oh oh. Macht nichts kaputt da unten. So, wir drücken uns jetzt hoch Richtung Orbit. Wir werden jetzt gleich anhalten. So, wir brauchen nicht mehr weiter zu kippen. Da soll mal hier das halten als Position. Oh oh, wir kriegen Unterluft, oder? Kann er gegenhalten? Läuft nicht ganz so gut irgendwie. So, wir sind bei 30 als Ziel. Bei 40 als Ziel. So, wir legen uns mal wieder in den Windkanal. Das ist ein bisschen gesünder zum Fliegen. Wir ziehen jetzt schon viel mehr Orbit auf, um Körben. Deshalb hat das auch nicht funktioniert beim letzten Mal. So, wir sind gleich draußen. 71, 72, 75 reicht mir. Mache ich mal ein bisschen Zeitbeschleunigung an, dass wir da mal hinfliegen auf die Höhe. Aber kippen wir ja immer weiter Richtung Horizont. So, dann nehme ich hier mal raus und dann würde ich sagen, wir ziehen da mal knallhart durch. Ja? Was meine ich, wir ziehen knallhart durch? Ich hau jetzt hier ein Turbo rein.
In der Hoffnung, dass sie da jetzt ziemlich flotten Orbit aufbauen. Und ich lasse einfach durchbrennen. Egal wie weit er da rausdrückt, ist mir völlig egal. Wir nehmen jeden Tropfen Treibstoff mit, den wir haben. So, nach dem Motto, Entsorgung ist nicht unser Problem. So, wir sind im Orbit, das ist schon mal ein Teilerfolg für unseren Auftrag. Das hier soll unser Ziel werden. 14,3 und 19,9 Millionen. Wir gehen erstmal auf die 14,3, würde ich sagen. Wir müssen ja dann noch gucken. Ich habe übrigens, ich habe immer noch das Ding an, ne? Was war das jetzt? Okay, ich drück nochmal. Da fliegt das weg, okay, gut. Wenn ich jetzt nochmal drück, müsste er das hier trennen und das Triebwerk anschmeißen. Ich mach mal X, dass wir nicht voll beschleunigen. Sehr schick. Funktioniert doch. So, wir schieben uns mal ein bisschen weg von dem Schiff. Und bleiben auf Kurs. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal einen großen Orbit oder einen größeren Orbit hier hinten raus. Wenn wir an der Apoapsis sind, versuchen wir leicht Gas zu geben, dass wir das ein bisschen rausdrücken. Wir nehmen jetzt erstmal einen höheren Orbit ein, sagen wir es mal so. So, ich flieg mal da raus. Wie wir die Trümmer dann zurückholen, ich habe noch keine Ahnung, ob ich da einen Bergedienst irgendwann einführe. Oder ob wir dranfliegen, Fallschirme dran machen, ein Triebwerk dran bauen, eine Drohne dran bauen und das Ding dann irgendwie runterbremsen und landen. Also irgendwie kriegen wir es hin. So, wir sind auf Kurs. Und ich versuche jetzt mal mit leicht Gas geben. Es müsste jetzt relativ schnell gehen. Mit ganz wenig Energieaufwand müssten wir da jetzt einen recht großen Orbit aufziehen können. Im 0, nix. Ja, ganz so 0, nix ist es dann doch nicht, wie ich dachte. Okay, wir stoppen mal. Das macht so keinen Sinn. Da verbrennen wir zu viel Energie. Wir machen es wohl besser an der Periapsis, dass wir Gas geben. Das ist jetzt ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ich habe mir das anders vorgestellt. Das war ein bisschen schnell. Ja, super, wir würden direkt zum Ziel fliegen. So, ich muss aufpassen, dass wir noch genügend Energie übrig haben, um dann auch zu landen wieder. Das heißt, das Orbit aufziehen ist zwar schön und lustig, aber
Das kostet halt auch alles enorm viel Energie. Ein bisschen schräg bin ich auch noch anders schräg wie die. So, jetzt müsste es gleich schnell gehen. So, dann sind wir bei 18 Kilometern, alles flackert und blinkt. Und am Mund kämen wir auch noch vorbei. Ist es nicht schön? Das heißt, wenn es komplett schief geht, am Mund kämen wir auch noch vorbei. So, das sind 14, wir sind bei 18. Gott, wir sind viel zu weit draußen in die falsche Richtung. Ja, ist egal, wir fliegen mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so klappt. Ich habe so langsam meine Befürchtung, dass der ganze Plan, den ich hatte, gar nicht so aufgeht, wie ich ihn vorhatte. Wo ist denn der Satellit? Der kommt langsam da hinten. Ich glaube, wir sind gar nicht mal so weit weg. Also wenn ich irgendwie schaffen würde, das hier ein bisschen höher zu kriegen, was jetzt natürlich schwer ist von hier aus. Ich glaube, das wäre schon fast machbar gewesen. Ich habe aber auch keinen Bock, jetzt meinen Techniker da rauszuschicken und den das irgendwie versuchen lassen, da zu regeln. Was natürlich alles irgendwie möglich ist, früher oder später, aber wie soll ich sagen, was aber trotzdem irgendwie uncool ist. So, wir werden immer langsamer und langsamer und langsamer, das heißt, wir können mit wenig Treibstoffeinsatz viel bewegen. So, was passiert, wenn ich in die Richtung Gas gebe? Aha, aha, aha. Ist aber nicht ganz, was ich will. Ich habe so das Gefühl, wir brauchen eine Rettungsmission für unsere Astronauten. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass wir unseren ganzen Treibstoff da verpulvern. So, wir haben einen neuen Schnittpunkt geschaffen. Das ist schon mal gut, weil da können wir uns angleichen relativ einfach. Die falsche Richtung. Was ist jetzt passiert? Hallo? Houston? Wo ist der Satellit? War noch eben noch ein Schnittpunkt. Drei, zwei, eins. Knapp. Aber man sieht, ich brauche dafür viel weniger Treibstoff, um das anzugleichen. Wenn ich da draußen bin. Also es macht schon Sinn, das so rumzumachen.
So, in 3 Tagen. In 3 Tagen müssen wir feuern. Also das ist eine Mammutaktion. Die dauert Tage, die wir hier fliegen. Das ist schon hardcore, was wir hier gerade treiben. So, jetzt sind wir gleich an der Apoapsis. Wir sind so weit draußen wie noch nie zuvor. So, in 1 Tag und 5 Stunden, 4 Stunden, 3 Stunden, 2 Stunden. 1 Stunde. 1 Tag. 5 Stunden. Ja, es sind 6 Stunden Tage. Da sieht man's. Ja. So, ich nehme mal ein bisschen Speed raus. Wir können es ein bisschen langsamer machen. So, die Anpassung. Wie erfolgt jetzt die Anpassung? Wir müssen hier auf die Zielkoordinate. Und dann werden wir ganz schnell angepasst mit, wie gesagt, nicht mal 100 Meter die Sekunde. Also am Planet habe ich dafür 600 Meter die Sekunde Delta V verpulvert und hier draußen 100. Lass mal noch ein bisschen die Zeit laufen. Ich meine, die Tage, die laufen durch wie nichts. Wir sind seit 5 Tagen im All. Was wir in der Zeit hätten alles machen können. Wenn ich mir einen Timer gestellt hätte, hätte Realtime laufen lassen. 5 Minuten, 4 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute, 30, 1 Minute 10, 1 Minute. So, in 1 Minute muss ich in die Richtung hier Vollgas geben, bis wir 100 Meter die Sekunde abgebaut haben. Dann müsste ich unsere Umlaufbahn mit der von dem beschädigten Satelliten kreuzen. Da bin ich mal gespannt, ob wir das irgendwie gescheit hinkriegen. Ich sehe mich schon eine Rettungsmission fliegen für einen Touristen und 2 Astronauten. Mit einer Monster-Rakete oder so. So, dann gehen wir gleich Vollgas mit Z. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Vollgas. Und wenn wir Vollgas erreicht haben, also wenn alles passt soweit, dann cutte ich mit X. Gott. Sind wir ein bisschen zu weit? Ich weiß es gerade nicht. Das sieht ganz gut aus. So, und jetzt müssen wir irgendwie eine Möglichkeit finden. Irgendwie anzupassen. Was passiert, wenn ich hier abbremse? Nichts Gutes. Läuft nicht das zusammen, was ich zusammenlaufen haben will. Okay. Was passiert, wenn ich hier Gas gebe? Ah, was war das?
Wir sind dann aber so weit weg von der eigentlichen Umlaufbahn. Wisst ihr, was das Energie kostet, mich da anzupassen? Es ist alles nicht optimal, was ich hier mache. Ich glaube, das gibt es zweite Fail-Video in Folge. Ich glaube, die andere Methode wäre wirklich besser. Ich fliege zum Moon, gebe Moon in Orbit, ziehe von dort einen Orbit auf, der mich auf die Umlaufbahn vom Satelliten bringt, guck dann, dass ich dort einen Schnittpunkt hinkriege, fliege dann so lang schneller, bis ich ihn eingeholt habe, beschleunige dann wieder ein bisschen, dass ich mich der Geschwindigkeit vom Satelliten anpasse, repariere den Satellit, bremse wieder runter. So langsam kriege ich irgendwie das Gefühl, es wäre vielleicht besser, das so zu machen. Ich meine, wenn ich jetzt da unten so viel Gas gebe, dass wir nochmal 25,3 Meter die Sekunde verballern, dass wir diesen Schnittpunkt hier nutzen können. Und mich dann am Schnittpunkt mit einer relativen Geschwindigkeit von 332,8 Meter die Sekunde, die muss ich ja dann auch noch anpassen. Dann habe ich noch 400 Meter die Sekunde. Und ob ich mit 400 Meter die Sekunde runtergebremst werde, oder mich runtergebremst bekomme, dass ich auf dem Planeten wieder landen kann, das weiß nicht so wirklich, ob das funktioniert. Ich meine, auf der anderen Seite, wir müssen es probieren. Ja, ich habe im Zweifelsfall noch ein Safe-Game, wenn alles schief geht. Im anderen Fall müssen wir dann halt Rettungsmissionen und Bergemissionen fliegen. Und ich meine, das ist viel Aufwand für. Aber ich mein, was willst du machen? Du kannst dich ja nicht da draußen ewig und drei Tage im All rumtreiben lassen. Ich glaube, wir versuchen es. Wir versuchen mit aller Gewalt die Mission heimzubringen. Ich meine, wenn wir noch weiter draußen sind, sind wir so langsam. Dass es uns vielleicht gelingt, den Orbit mit ganz wenig Aufwand auf die Erde zurückzuziehen. Wenn wir merken, es geht nicht. So, Volltreffer, da wollen wir hin. Wir brauchen einen 2-Minuten-Burn, 2-Sekunden-Burn. Für 25,3 Meter die Sekunde. Ich würde sagen, wir burnen ein bisschen länger und fangen dann auch ein bisschen früher an, als er uns anzeigt. Und versuchen das einfach mal so Pi mal Daumen zu regeln hier. Mal gucken, ob das klappt oder nicht klappt. Gib schon mal langsam Gas, dann fängt das schon mal an zu troppen, der Geschwindigkeitsunterschied, den wir da haben wollen. Wird rausgedrückt. Da ist auch noch ein Mund im Weg. Gott, scheißen Dreck. So, wir schalten mal um. So, weil das haben wir ja auch noch.
das Triebwerk. So, brauchen wir nicht alles über den Tank zu machen. Jetzt haben wir einen langen Flug vor uns. Gott, wir sind schon seit 7 Tagen im All. Alter, bis wir dort ankommen, gehen nochmal 9 Tage rum. Es ist crazy, was wir hier gerade machen. Das ist eine Mission, die dauert Jahre am Schluss. Also ist sehr abenteuerlich, was ich hier gerade vollführe. So, wir machen mal einen Zeitraffer an, damit wir uns ein bisschen schneller bewegen. Ich sag ja, in der Zeit hätten wir unten auf dem Planeten so viel Dinge machen können. Dass es schon fast ein Hohn ist. So, wenn wir hier vorbeifliegen, dann kommt der Satellit hier an. Und wenn wir dann da draußen sind, müsste er hier irgendwo sein. Und wenn wir da ankommen, müssten wir uns treffen. Ich habe schon mal umgestellt auf Ziel, weil das gibt es eigentlich entscheidend am Schluss. So, ich fliege mal noch ein bisschen schneller. Wie ist das? Ich muss demnach. Ich muss sozusagen. Gas geben. Sehe ich das richtig? Also das wird jetzt spannend. Ich habe gerade irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind irgendwie abgelenkt worden oder so. Irgendwas stimmt hier nicht. Treffen wir uns da wirklich? Das ist die große Frage. So, ich bremse runter. Ob wir ihn sehen, gucken wir jetzt gleich. Aber wir sind weit weg. Wir sind so weit weg. So, wir müssen dem Ziel gegenüber. Das Ziel ist. Ich glaube, ich muss beschleunigen. Sehe ich das richtig? Ich habe das Gefühl, irgendwas geht hier schief. Ich glaube, ich muss bremsen. Ja, ich muss die Geschwindigkeit ihm gegenüber reduzieren. Das kostet mich. Kostet mich viel Energie jetzt gleich. Ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen. Wir kommen uns immer näher. Der Schnittpunkt müssten so um die 70 Kilometer sein. So nah kommen wir aufeinander, dann haben wir es geschafft, dass wir da wirklich dran sind. Seit 16 Tagen sind unsere Astronauten im All. Alter, kannst du jetzt mal hinmachen? Kannst du mal näher kommen jetzt? Ich traue mich fast keinen Zeitraffer mehr anzumachen, weil wir so nah dran sind. Wenn wir vorbei sind, dann ist es zu spät, ja? Das Gefühl, es bewegt sich gar nichts mehr, obwohl sich alles schneller bewegt. So, 100, 40, 120, 110. Aber wir kommen langsam in die Region, wo wir mal bremsen könnten. Jetzt drehen wir unsere Flugbahn in seine Flugbahn.
So, ich mach mal das hier an und versuch mal noch kleine Anpassungen vorzunehmen. Bin gerade am gucken, wo das allgemeine Problem ist. Ganz tolle Wurst. Also wir kriegen es gar nicht gebremst richtig. Also ich könnte jetzt auch versuchen, auf den zuzufliegen. So, ich guck mal, ob ich es hinkrieg. So, ich habe jetzt die Flugrichtung angepasst, dass wir praktisch auf ihn zufliegen, wenn ich jetzt Feuer gebe. Deshalb kann ich auch bremsen. Haben wir irgendwo noch einen Schnittpunkt? Alter Schwede. Ganz da draußen ist doch ein scheiß Witz. So, wir sind 100 Kilometer oder so auseinander. Ich schalte mal die Karte um. Wir müssten den hier irgendwo auch sehen. Da vorne ist er. Das heißt, ich könnte jetzt... Fahrt aufnehmen, in der Hoffnung, dass ich den erreiche. So ein bisschen Speed direkt auf ihn zu. Sollte helfen. Ich denke, das reicht. Wir müssen es ja auch noch gebremst kriegen, ne? So, jetzt können wir einen Zeitraffer mal anmachen und wir sollten jetzt langsam auf den zudriften. Es sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Also zumindest kriegen wir ihn repariert. Wenn wir dann auf dem Rückflug auch noch schaffen... So, wenn wir es auf dem Rückflug dann auch noch schaffen. Was ist falsch hier? Irgendwas ist falsch. Ah, wir sind zu schnell, das ist falsch. Wir sind zu schnell, das ist falsch. So, wir drehen mal rum in seine Richtung. Dann können wir mal leicht anfangen zu bremsen. War die falsche Richtung. Bremsen, habe ich gesagt, nicht Gas geben. So, wir lassen uns noch ein bisschen dran driften. So nah wie es geht ran an das. So, bei 10 Kilometern können wir mal eine Kurskorrektur machen. Wir bremsen uns erstmal runter. Wir wollen da ja nicht reinschlagen oder so. Ah, bin ich erschrocken gerade. Hat was geknackt bei mir. Ne? So, 10 Meter die Sekunde sind angepeilt von mir. Dann mache ich das aus.
dann mal hier drauf gehen. Dann mache ich das wieder an. Und jetzt versuche ich den... wieder auf Kurs zu bringen, dass wir wieder auf Kollisionskurs sind. Dann können wir das wieder ausmachen und können uns wieder in die Gegenrichtung drehen, weil wir fliegen jetzt komplett auf den Satelliten zu. Das ist das Ziel. Mit 10 Metern die Sekunde. Das heißt, wir nähern uns langsam an. Es gibt eh noch einen Spaß, rauszukriegen, wie ich das schaffe, von hier am Mund vorbeizufallen, zurück nach Körben und dann zu landen. So, wir müssen beschleunigen, um noch weiter runter zu bremsen. Fünf Meter die Sekunde. Sind noch 3,4 Kilometer weg. So, ein Kilometer sind wir gleich weg. Er ist sozusagen über uns. Oder vor uns. Ja, wir machen das aus und eichen uns nochmal auf die Flugbahn von dem. So, wir kommen direkt drauf. So, und jetzt wollen wir bremsen. Auf 4 Meter die Sekunde. Ich will mich langsam annähern. Ich will nichts kaputt machen. Ich weiß ja nicht, wie der Satellit aussieht. Ich wundere mich sowieso, dass da überhaupt ein Satellit fliegt. Ich meine, die Mission ist, wir haben keinen hochgebracht. Wir müssen einen reparieren. Das ist mir neu, dass sowas überhaupt funktioniert. Normalerweise musst du die selber hochbringen und dann heißt, der ist kaputt. Du musst ihn reparieren. Ich glaube, wir sollten langsam in Parkorbit gehen und dann den Techniker mal darüber schicken. Bevor ich dann noch irgendwas zerhaue. Ich glaube, 100 Meter ist nah genug. Das ist ein Riesending, wie das aussieht. Ich fange langsam an, Sachen zu erkennen. Wir reduzieren mal die Geschwindigkeit. Ja, noch ein bisschen, ganz klein bisschen. So, null. Der Techniker, Bill, der soll mal ein EVA machen. Dann soll er sich mal hier, das Reparatur-Kit für den Fallschirm rausnehmen. Den Fallschirm braucht er da oben ja nicht. So, dann sollte er sich mal loslassen. Bist du ready, Bill? Loslassen. So. Er macht seine Düsen an. Und das ist sein Ziel. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den da reinkriegen. So, wir fliegen langsam ran. So, wo sind wir denn? Hier oben ist scheinbar was kaputt. Sieht zumindest aus, als wäre da oben was kaputt. So, ich muss mal gucken, wie nah ich ran muss. Kann schon. Vier Kids.
Die wollen mich verarschen, oder? Ich habe ein Kit dabei, es sind 4 Kits erforderlich. Ich habe mir den ganzen Weg dahin Gedanken gemacht, ob ich schaffe mit Treibstoff. Jetzt bin ich da und jetzt lese ich hier 4 Kits erforderlich und ich habe ein Reparaturkit dabei. Hätte man nicht in den Auftrag schreiben können, Kollege, du brauchst 4 Kits, dann hätte ich das gewusst. Jetzt waren wir da draußen, haben geguckt, haben festgestellt, wir brauchen 4 Kits. Jetzt fliegen wir wieder zurück oder gucken, dass wir zurückkommen. Und wenn wir zurückkommen... Ich darf gar nicht dran denken. Es ist so sinnlos. Es ist wirklich so dermaßen sinnlos. Aber die Folge geht schon lang. Ob wir es schaffen, zurückzukommen oder nicht, seht ihr, glaube ich, in der nächsten Folge. Ich boarde noch und dann machen wir die Landung in der nächsten Folge. Ich bin nur gerade ein bisschen pisst. Sorry, seid mal nicht böse. Ich bin gerade echt ein bisschen pisst. Ich riskiere das Astronautenleben und das Touristenleben, um da rauszufliegen zu diesem blöden Satellit, ja, um nur um dann festzustellen, nach ich weiß nicht wie vielen Tagen, dass es für die Katz war. Unser ganzer Flug war für die Katz. Zum Glück haben wir noch einen Touristen dabei. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es noch irgendwie am Mund vorbeizukommen. Und wenn wir am Mund vorbeikommen, zahlt der uns noch was. Wir greifen und boarden. Bringt nichts. Wir boarden. Es ist frustrierend. So, wir nehmen den, packen den rein. Ich hätte einfach so viele Kits einpacken sollen, wie ich gekonnt hätte. Nee, wir brauchen da oben, wir brauchen 4 Kits für diesen Scheiß. Ich würde am liebsten gerade durchfliegen und ganz kaputt machen. Ja, jetzt müssen wir von hier aus diesem Orbit zurück auf Körben mit 283 Meter die Sekunde Treibstoff und 19,41 Monotreibstoff. Ob mir das Ganze gelingt oder nicht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin hier mal raus. Macht's gut. Bye-bye.